Hi, ich bin Heidrun und ich heiße dich herzlich willkommen in meiner spirituellen Welt. In diesem Video geht es um Essstörungen, genauer gesagt um meine Essstörung, denn ich habe viele Jahrzehnte unter Fressanfällen gelitten. Heute nennt man das Binge-Eating. Und ja, ich möchte darüber sprechen, weil ich weiß, dass das ein Thema ist, das viele Menschen betrifft. Und wenn du dich davon in irgendeiner Form getriggert fühlst, dann möchte ich jetzt hier sozusagen eine Warnung aussprechen, dass ich in diesem Video meine persönlichen Erfahrungen teilen werde und dass da vielleicht das ein oder andere dabei ist, was dich eben triggert, beziehungsweise was bei dir vielleicht ein ungutes Gefühl auslösen kann. Also wenn du dich diesem Thema nicht gewachsen fühlst, dann ist es vielleicht besser, wenn du das Video nicht anschaust. Ja, und wenn du jetzt immer noch dabei bist, dann freue ich mich natürlich, dass du ja, mir hier lauschen magst bei diesem sehr, sehr persönlichen Video. Und ich merke auch, das fällt mir echt nicht ganz leicht. Denn auch wenn ich hier ja schon viel persönliche Dinge geteilt habe und auch gerne über meine Erfahrungen spreche, ist das einfach ein Thema, was mich im Grunde schon mein ganzes Leben lang begleitet. Und deswegen ist das wirklich nicht ganz einfach, darüber zu sprechen. Aber wie schon gesagt, es ist mir wirklich wichtig. Und deswegen teile ich das hier. Und bevor ich gleich darüber spreche, wie es dazu gekommen ist, möchte ich dir erstmal zeigen, wie das so bei mir in etwa abgelaufen ist, beziehungsweise was ich so eingekauft habe. Und dafür bin ich neulich einkaufen gewesen und habe einige Videos gedreht mit den Dingen, die ich damals so gekauft habe. Und das möchte ich dir jetzt als erstes hier einspielen und zeigen. So, da ist auch drin das erste, die erste Abteilung, nämlich die Backwaren. Und ich habe immer sehr, sehr gerne hier diese Rosinenstuten genommen und dann Toastbrot. Ich habe dann zwar versucht, Dinkel oder Vollkorn zu nehmen, aber ja, so ein Paket ist dann auch gerne mal mitgegangen. Und dann natürlich auch noch hier aus solchen Abteilungen entweder eine Laugenbrezel oder so eine Stange. In der Zeit, wo ich noch nicht vegan war, auch ein Croissant. Und dann hin und wieder auch noch zwei, drei Brötchen. Und dann natürlich was zum Drauftun. Das heißt Marmelade. Ich liebe zum Beispiel Pflaumenmus, habe ich sehr, sehr gerne genommen. Ich habe dann immer versucht, kleinere Packungen zu nehmen, um nicht so viel zu haben. Hin und wieder hier auch mal so ein Aufstrich. Und was dann auch eigentlich immer dabei war, war hier irgendwie so eine Schokocreme und meistens auch Mandelmus oder so ein, ja, so eine Erdnussbutter hier. Und genau. Da habe ich dann auch immer zugeschlagen. Die waren immer ganz schlimm und ganz gefährlich. Da habe ich dann gerne auch mal tatsächlich bei einem so einem Anfall ja, so eine ganze Packung gegessen. Die anderen Sachen haben mich weniger interessiert, aber Milchschnitte war immer ganz, ganz schlimm. Und ja, natürlich zeigt sich einfach mal so, gehörte dann auch immer noch Milch dazu. Ich habe damals schon eine ganze Zeit lang keine Kuhmilch mehr getrunken. Deswegen dann jetzt hier auch mal stellvertretend eben die, ja, die Mandelmilch dafür, die ich jetzt eben da nehme. Dann habe ich auch gerne hier mal bei den Salaten was mitgenommen. Das hier habe ich auch sehr geliebt immer. Diese Paprika mit so einer Käsefüllung drin. Die sind auch ganz oft mitgegangen. Und dann hier auch Käse, verschiedene Käsesorten, Hartkäse, Camembert habe ich super gerne gegessen auf Brötchen mit Butter drunter. Genau, Butter dann natürlich auch. Das waren so die Sachen, die dann immer, wenn ich gefrühstückt habe, sozusagen erstmal mit dabei waren. Und natürlich die ganz fiesen Sachen. Schokoküsse habe ich immer super gerne gegessen. Die habe ich gerne genommen und ja, da habe ich auch mal so locker eine Packung dann weghauen können. Dann hier diese oder solche Nüsse in Schokolade habe ich auch mal viel gegessen. Die sind auch ganz oft mitgegangen. Und genau, auch mit Pfefferminz. Und so, was haben wir hier noch? Oh ja, genau. Das habe ich auch immer sehr geliebt. Und genauso natürlich auch hier die mit Erdnüssen drin. Und ja, so eine Packung war dann auch ganz schnell mal leer. Das ging tatsächlich ratzfatz. Hin und wieder auch noch mal ein, zwei Tafeln Schokolade dazu. Und
Genau, auch Knoppers habe ich hin und wieder mal mitgenommen, das allerdings eher weniger, aber immer so eine schöne Auswahl sozusagen an verschiedenen Süßigkeiten. Eine meiner absoluten Lieblinge früher war auch hier der Haribo-Konfekt. Das kam mir natürlich eine ganze Zeit zugute, als ich dann vegan wurde, dass es da nicht so viel gab, aber naja, was soll ich sagen? Auch das ist inzwischen leider vorbei, weil ja, es gibt eben von Katjes auch inzwischen ganz, ganz viel in vegan, aber auch da ist dann halt immer noch was mit in den Einkaufswagen gewandert und jetzt kommen die herzhaften Sachen. So eine Dose Erdnüsse war immer dabei und ja, die habe ich dann zum Teil auch sogar ganz gegessen, manchmal auch nicht ganz geschafft, aber die war wirklich immer dabei. Und jetzt gehe ich mal gerade hier weiter. Genau, und dann ja, auch gerne hier noch eine Packung Chips. Die Tuckwecker hier, die habe ich auch mega gerne gegessen. Und ja, Salzstangen waren auch noch mal mit dabei. Ja, und so wurde das dann schnell ein großer Einkaufswagen voll mit lauter Sachen, die absolut nicht gesund sind. Und ja, mir natürlich auch wirklich sehr geschadet haben. Und jetzt gehen wir noch zum letzten Posten. So, das ist noch nicht der letzte Posten, aber das ist etwas, was mir auch gerade noch eingefallen ist. Ich habe dann immer noch hier irgendwie so ein süßes Mischgetränk gekauft, weil ich musste das Ganze ja mit irgendwas runterspülen. Und genau, ja, hier sowas ist dann da ganz gerne mal mitgegangen. Und genau, und jetzt kommt aber definitiv der letzte Posten und vielleicht ahnt ihr es schon. Yep, richtig geraten. Es geht natürlich um Eiscreme. Da habe ich dann auch gerne immer noch mal so eine Packung mitgenommen und ja, die konnte ich dann auch ganz gut in eins essen, denn das Ganze ging ja dann manchmal auch den Tag über und dann war die auch leider schnell weg. Genau, ja, das waren so im Großen und Ganzen die Sachen, die ich dann immer so gekauft habe. Und das Problem war dann immer, ich habe mir dann vorgenommen, am nächsten Tag esse ich dann natürlich gar nichts. Nur bei den vielen Sachen habe ich das nicht alles an einem Tag geschafft. Und dann waren die am nächsten Tag natürlich da. Und dann wurden sie dann doch noch gegessen. Und dann wurde das Ganze auf einen Tag später verschoben. Jo, und so steckte ich dann drin in der Spirale, aus der ich eben ganz, ganz oft nicht wirklich rausgekommen bin. So, jetzt hast du gesehen, wie das Ganze so abgelaufen ist, was ich gekauft habe. Das meiste davon esse ich heute nicht mehr oder nur noch sehr selten. Ja, jetzt vielleicht die Frage, die als erstes aufkommt oder die vielleicht auch du dir als erstes stellst: Bin ich davon geheilt? Nein, ich bin nicht davon geheilt. Ich würde persönlich immer noch sagen, ich bin noch in einer Essstörung. Ich glaube hier auch tatsächlich, dass das ein Thema ist, was ganz, ganz schwer komplett zu heilen ist, was ganz, ganz schwer komplett wegzubekommen ist, auch aus dem einfachen Grunde, weil wir alle essen müssen. Und es mag sein, dass das jetzt wirklich auch ein Glaubenssatz von mir ist. Ich bin ja sehr immer dafür, auch Glaubenssätze aufzulösen. Vielleicht ist das so, vielleicht sitzt das auch sehr, sehr tief. Wenn du Erfahrungen gemacht hast, wirklich deine Essstörung komplett zu heilen und überhaupt nicht mehr den Drang zu haben, auch mal mehr zu essen, als dir gut tut, schreib mir das gerne mal in die Kommentare. So weit bin ich noch nicht. Was ich aber sagen kann, diese Fressattacken, wie ich sie früher hatte, die sind tatsächlich verschwunden. Das habe ich geschafft, dass ich das nicht mehr brauche, denn ich habe in den letzten Jahren viel an mir und meinem Inneren gearbeitet. Dennoch kenne ich durchaus noch die Situationen, in denen ich den Wunsch habe, zu mehr Essen zu greifen, denn ich bin ganz einfach eine Emotionsesserin. Das heißt, in Situationen, in denen meine Emotionen sehr hochgefahren sind, sei es positiv oder negativ, da bin ich einfach, da neige ich zu Extremen. Da kann es sein, dass ich tatsächlich gar nichts esse, oder es kann aber eben auch sein, dass ich den Wunsch habe, tatsächlich sehr viel zu essen. Denn ich mag auch wirklich gerne essen und ich kann tatsächlich auch viel essen. Das war auch schon immer so, obwohl ich früher als Kind niemals übergewichtig war oder damit irgendwelche Probleme hatte. Das hat angefangen, als ich ungefähr 13 wurde und ja, schon immer für mein Alter sehr groß war. Sicherlich auch von der Statur eher kräftiger gebaut. Das werde ich auch immer sein. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich war nie dick. Und leider Gottes hatte ich aber in meinem Umfeld sehr viele Menschen,
also meine Schwester, die etwas jünger ist als ich, oder auch Freundinnen, die ein ganz anderer Typ waren, die eher zierlicher waren, die eher schmal gebaut waren. Und dadurch hat mein Umfeld oftmals vergessen, dass ich erstens mal älter, zum Beispiel als meine Schwester war, und aber eben deswegen auch schon anders entwickelt, körperlich. Und so hat sich das bei mir entwickelt und ergeben, dass ich, glaube ich, mit 12 oder 13 anfing, meine erste Diät zu machen, weil ich der Meinung war, ich müsste abnehmen. Und damals war eigentlich wirklich kein Grund vorhanden. Und so bin ich eben in diesen ganzen Kreislauf hineingerutscht, der dann zuerst darin gipfelte, dass ich, als ich im Alter von 16 bis 17 Jahren ein wirklich ganz, ganz schlimmes Jahr hatte, was ja, für mich einfach die schlimmste Zeit meines Lebens bisher gewesen ist, ich dann dort dazu gegriffen habe, so viele Süßigkeiten zu essen, bis mir schlecht wurde. Ich habe innerhalb eines Jahres über 10 Kilo zugenommen. Ich kann nicht genau sagen, wie viele es gewesen sind, aber es müssen mit Sicherheit um die 12, 13 Kilo gewesen sein, die ich zugenommen habe. Und danach war ich dann wirklich massiv übergewichtig. Und trotzdem war das auch noch nicht das Ende. Aber das war der Beginn meiner Fressattacken. Ich habe wirklich täglich Süßigkeiten gegessen, weil ich mir nicht anders zu helfen wusste. Dann kamen Jahre mit Abnehmenversuchen, hat nicht wirklich funktioniert, manchmal ein bisschen, dann hat es eine Zeit lang gedauert und dann hatte ich wieder mehr drauf. Und das ist zum Ende dann darin gegipfelt, dass ich fast dreistellig gewesen bin. Ich bin 1,72 groß und ich war nicht ganz bei den 100 Kilo, aber ja, kurz davor. Und mit einer Hosengröße 44, zum Teil 46, habe ich mich für mich einfach nicht mehr wohlgefühlt. Dabei geht es ja auch wirklich um das eigene Wohlfühlen und es soll ja auch überhaupt nicht um irgendwelche Körperbilder gehen, sondern es geht um diesen Aspekt der Fressanfälle. Und ich zeige dir hier einfach auch mal zwei, drei Bilder, wie ich damals ausgesehen habe. Ja, ich habe mich nicht wohlgefühlt damit und wollte das eben gerne verändern. Und diese Fressanfälle habe ich aber wirklich noch viele Jahre gehabt. Und erst als ich angefangen habe, nach den Ursachen zu forschen, ist es besser geworden. Und konnte ich auch hin und wieder beim Einkaufen widerstehen, habe weniger gekauft, habe andere Sachen gekauft oder bin tatsächlich manchmal auch rausgegangen und habe gar nichts gekauft. Da war ich dann immer sehr stolz. Aber es gab auch die Momente, wo ja, ich dem einfach nachgegeben habe. Und du hast ja eingangs gesehen, was ich dann immer alles so gekauft habe. Und das habe ich dann eben auch gegessen. Und das Problem war ja, diese Dinge gibt es ja in großen Mengen. Natürlich habe ich diese Sachen nicht alle auf einmal geschafft. Also ich weiß nicht, ob das natürlich ist. Vielleicht gibt es auch Menschen, die das können. Das habe ich nicht. Nur dann war das Problem, jetzt ist das da und dann musste ich das natürlich wieder aufessen. Und glaube, ich habe es auch an der Eistheke erzählt, dass ich dann eben ja immer das tageweise verschoben habe und dadurch natürlich immer mehr wieder zugenommen habe. Und erst als ich anfing, eben wirklich mein Inneres aufzuräumen und meine ganzen Gründe hervorzusuchen, warum ich eben Ängste hatte, warum ich so in mir gefangen war, warum ich so unglücklich mit meinem Leben war, erst da fing es an, dass auch diese Essanfälle langsam weniger wurden und immer mehr nachgelassen haben. Und das hat wirklich Jahre gedauert. Und dennoch, wie gesagt, würde ich nicht sagen, dass ich davon komplett geheilt bin, denn ich spüre immer wieder diese Momente, in denen es mich überkommt und wo ich den Wunsch habe, viel zu essen. Ja, wie fühlt sich das an? Das fühlt sich an wie ein innerer Druck. In meinem Kopf geht dann ab, Essen, dann kommen mir Bilder in den Kopf, dann versuche ich, diese nicht entstehen zu lassen oder mir zu sagen, nein, ich benötige das nicht. Und in den meisten Fällen geht es gut, sodass ich es nicht brauche, aber in vielen Fällen eben auch nicht. Und es ist wirklich wie so ein, ja, wie so ein Zwang. Es ist wie ein innerer Zwang, ein Band, was mich dann runter in die Küche zieht, wo ich dann schaue, was es zu essen gibt. Und meistens muss es dann eben süß sein, weil das war das, was ich damals erlebt habe. Und das ist natürlich dann zusätzlich fatal, weil zu viel süß macht erstmal wieder Hunger auf herzhaft und nach herzhaft will ich wieder süß. Und das ist ein Teufelskreis. Und deswegen
arbeite ich immer noch an meinen Mustern, an meinen inneren, ja, an meinen inneren Blockaden, an meinen kleinen Teufelchen, die da manchmal auf meiner Schulter sitzen, und versuche eben immer noch weiter herauszufinden, welche Themen sind da noch ganz, ganz tief in mir vergraben, die mir einfach das Gefühl geben, dass mich Essen tröstet. Ich bin inzwischen ja mit meinem Leben wirklich sehr, sehr glücklich und erfülle mir Ende dieses Jahres einen riesengroßen Traum mit meiner Reise in die Türkei und ja, lebe immer mehr das freie und unabhängige Leben, was ich mir immer gewünscht habe. Und auch mit mir selber bin ich inzwischen sehr im Reinen, aber dennoch bin ich ganz ehrlich, gibt es eben diese Phasen oder diese Momente, wo auch das nicht ganz so ist, wo ich mir denke, ach Mensch, diese blöden 5 Kilo weniger, die wären doch noch ganz schön. Ich weiß genau, ich wäre dann auch nicht glücklicher, denn ich hatte diesen Zustand schon und habe ihn aber auch nicht wirklich halten können in dem Moment, was auch völlig in Ordnung ist. Und natürlich ist es auch so, dass jeder Mensch Phasen hat, in denen es nicht so toll ist, in denen er sich nicht so glücklich fühlt. Der erfolgreichste und reichste Mensch hat dennoch seine Phasen, wo ihm einfach irgendetwas fehlt. Das ist so. Dazu sind wir Menschen und das ist auch okay. Was ich aber geschafft habe, ist tatsächlich die Zuckersucht zu besiegen. Denn die hat sich damals entwickelt. Ich war süchtig nach Zucker, ich war süchtig nach Süßigkeiten und weil ich ein extremer Mensch bin, also so sehe ich mich selber, habe ich dann auch einen extremen Weg gewählt und habe dann damals, als ich das erkannt hatte, nach vielen, vielen Jahren, den Weg gewählt, erstmal für Monate überhaupt nichts Süßes mehr zu essen. Ich bin dann sehr radikal mit mir selber, was vielleicht auch nicht immer gut ist, aber so bin ich. Und dann habe ich mich wirklich selber auf Zuckerentzug gesetzt. Und ja, was soll ich sagen? Ich hatte Entzugserscheinungen noch und nöcher. Das waren nicht nur Kopfschmerzen, das war richtiges Zittern, das waren Heißhungerattacken sondergleichen. Und das war mit Schweißausbrüchen und allem drum und dran, weil mein Körper einfach nach Zucker verlangt hat. Und Zucker an sich ist ja auch nichts Negatives für den Körper. Es kommt halt nur darauf an, woraus ziehen wir diesen Zucker. Denn wir brauchen ja Zucker für unser Gehirn und damit unser Körper komplett funktioniert. Aber ich habe mich damals eben wirklich komplett auf eine Zuckerdiät gesetzt und so gut wie gar keinen Zucker mehr zu mir genommen. Und das hat mir tatsächlich aber mit der Innerarbeit zusammengeholfen, dass ich diese Zuckersucht überwinden konnte. Ich esse immer noch sehr gerne süß und ich kann auch viel süß essen. Aber ich habe jetzt inzwischen auch einen natürlichen Stopp, der mir einfach ganz klar sagt, so und jetzt ist Schluss. Und dann geht auch nichts mehr rein. Dann mag ich auch einfach nicht mehr. Und das habe ich früher nicht gehabt. Und ich mache das immer wieder so. In diesem Jahr habe ich das auch gemacht, dass ich den kompletten Januar zum Beispiel über keinen Zucker zu mir genommen habe. Wobei ich da inzwischen ein bisschen differenziere. Wenn ich davon rede, zuckerfrei zu leben, dann meine ich damit raffinierten weißen Zucker. Das heißt, Obst esse ich dennoch, weil von Obst halte ich einfach persönlich ganz, ganz viel. Und hin und wieder gab es dann auch mal ein bisschen Ahornsirup. Ich weiß, dass das für viele auch schon zum Zucker zählt, für mich aber nicht. Wenn ich sage, ich lebe zuckerfrei, dann meine ich damit, dass ich mich von den künstlichen Zuckerarten, den künstlichen Zuckersorten und also Süßstoffen sowieso und eben auch von Süßigkeiten mit weißem Zucker fernhalte. Und das mache ich immer mal wieder, weil es mir gut tut. Ich verbiete es mir dazwischen aber auch nicht, weil ich ganz genau weiß, dass meine Fressanfälle sonst wiederkommen würden, beziehungsweise dass es einfach nichts bringt, sich etwas komplett zu verbieten. Und so habe ich das tatsächlich ziemlich gut im Griff, dass ich eben keine Fressanfälle mehr habe, dass es zwar die Momente gibt, in denen ich durchaus auch mehr esse, als ich vielleicht gerne essen würde, aber es gibt es nicht mehr, dass ich einkaufen gehe und mir Unmengen an Lebensmitteln kaufe und die in mich hineinstopfe. Das ist definitiv vorbei. Und das habe ich eben wirklich nur geschafft, dadurch, dass ich ja mein Inneres aufgeräumt habe, sozusagen, dass ich meine ganzen Themen angeschaut habe, obwohl der Auslöser damals ein ganz anderer war. Es ging mir dabei gar nicht darum, diese Essstörung anzugehen. Das war sozusagen ein Nebenprodukt, was sich dann mit der Zeit entwickelt hat, dass ich gemerkt habe, okay, auch da hat sich jetzt was getan. Und von daher vielleicht, wenn ich das noch mal ganz konkret angehe und da noch mal direkt nach den Ursachen dafür suche, lässt sich auch das
komplett lösen, dass ich irgendwann wirklich sage, ich bin frei von dieser Essstörung? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Thema Essen ist in unserer Gesellschaft so unfassbar belastet. Auch in unserer Familie war es das immer, zumindest habe ich das so wahrgenommen, dass es eben wirklich für ganz, ganz viele Menschen sehr, sehr schwierig ist, damit überhaupt umzugehen und damit jemals ein vernünftiges Verhältnis aufzubauen. Also tatsächlich kenne ich wenige Menschen. Ich kenne Menschen, die damit ganz offensichtlich überhaupt kein Problem haben, aber es sind nicht viele. Die meisten, die ich kenne, haben doch in irgendeiner Form ein Thema damit, sagen wir es mal so. Und es geht ja, wie gesagt, überhaupt nicht um irgendwelche Körperformen oder um Abnehmen oder Zunehmen, sondern es geht um dieses Innere, dass Essen wie eine Art Zwang ist, beziehungsweise dass Essen eben nicht die Nahrungsaufnahme ist, die dazu dient, dass wir uns nähren und die uns gut tut und wo wir aufhören, wenn wir satt sind, sondern es geht um dieses entweder zu viel oder zu wenig, sich etwas verbieten, immer wieder darüber sprechen, immer wieder kategorisieren, was ist gut, was ist nicht gut. Das ist einfach das, was überall Thema ist und was überall, wir sind überall von Essen und von Bildern von Essen umgeben. Und es macht es eben wirklich sehr viel schwerer. Und ich kann nur sagen, seit ich damit entspannter umgehe und mir einfach sage, okay, das ist so und ich nehme das einfach mal für mich an, seither geht es mir auch noch zusätzlich viel, viel besser. Und das wäre in diesem Fall tatsächlich auch der Tipp, den ich dir geben mag, wenn du ihn annehmen möchtest, weil du sagst, du hast selber auch ein Thema damit. Entspann dich. Entspann dich und sei vor allem nicht so hart zu dir selber, weil das ist das, was meistens dahinter steckt. Wir wollen perfekt sein, wir wollen dies oder jenes erreichen, wir haben dann ein Ziel und wenn wir das nicht schaffen, dann sind wir am Boden zerstört. Und dabei darf man nicht vergessen, es geht hier auch um einen Körper, um einen lebendigen Organismus. Und der lässt sich eben letztendlich auch nicht einfach mal so zwingen. Ja? Und da liebevoll mit dir selber zu sein, ist einer der wichtigsten Wege, um überhaupt erstmal mit dir selber ins Reine zu kommen und klar zu kommen. In jedem Bereich. Und dann wird es sich auch auf das Essen übertragen lassen. Und wenn du dich in deinem Körper nicht wohlfühlst, dann wäre es vielleicht sinnvoll zu schauen, wo kommt das denn her und das aufzulösen. Denn oft sind es Gründe, da kommen wir gar nicht selber drauf. Und es ist aber so wichtig, das zu erkennen und zu erforschen, denn nur dann können wir beginnen, uns so zu lieben, wie wir sind. Und wir dürfen auch niemals vergessen, dass dieser Körper uns ein ganzes Leben lang begleitet und eine wahnsinnige Arbeit für uns tut. Und dafür sollten wir eigentlich jeden Tag aufs Tiefste dankbar sein. Und stattdessen führen wir Krieg gegen unseren eigenen Körper, weil er zu viel ist, zu wenig, an den falschen Stellen das hat, was man woanders haben würde oder umgekehrt. Und im Grunde ist das doch Bullshit. Solange du gesund bist und keine gesundheitlichen Probleme hast und auch nicht zu erwarten ist, soweit man das sagen kann, dass aufgrund von vielleicht wirklich zu viel Gewicht irgendwann gesundheitliche Probleme zu erwarten sind, ist das doch erstmal gut. Und dann immer wieder darauf zu achten, es zu optimieren und zu sagen, ich versuche meinem Körper wirklich das Optimale zu geben, was er braucht, um auch gesund zu bleiben. Das ist die Basis. Und dann zu sagen, okay, und jetzt ist heute mal der Tag, wo ich einfach auch mal was Ungesundes esse oder wo ich etwas esse, von dem ich weiß, dass das eigentlich meinem Körper nicht so gut tut, dann schadet es aber nicht. Ja, und da einfach so das Denken auch zu verändern. Also das sind so die Dinge, die mir letztendlich geholfen haben, zumindest erstmal diese Fressanfälle tatsächlich zu beenden. Und davon bin ich geheilt. Dass ich noch ein gestörtes Verhältnis zum Essen habe, ja, das ist so. Aber von diesen Zwängen, davon bin ich Gott sei Dank inzwischen geheilt worden oder habe mich selber davon geheilt mit Hilfe. Und da bin ich einfach jeden Tag aufs Neue dankbar. Weil es hat auch mein ganzes Denken und meine ganze Zeit beansprucht. Und dazu ist das Leben einfach zu kurz. Und es ist viel zu schade, wenn man so viel verpasst in den Zeiten, wo ich darüber nachgedacht habe, was ich nicht esse oder Pläne geschrieben habe, wie ich mich die nächsten 2 Wochen ernähre oder wann und wie ich zum Sport gehe. In der Zeit hätte ich so viel anderes tun können. Und das ist jetzt so, wie es ist. Aber ich möchte das einfach nicht nochmal machen.
Und wenn ich dann mal nicht zum Sport gehe, wie dieses Wochenende, dann ist es auch so. Dann ist das für mich inzwischen aber auch okay. Und dann zwinge ich mich auch nicht dazu, mich jetzt zu kasteien und zu sagen, ich muss aber, dann gehe ich eben morgen wieder, weil das vielleicht gerade einfach nicht passt. Und das ist eine Entspanntheit, für die bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich die inzwischen ein großes Stück weit erreicht habe und die wünsche ich dir halt einfach auch. Und wenn du magst und den Mut hast, dann kommentier doch hier gerne mal, wie du das siehst, wie deine Erfahrungen so sind. Und ich danke dir, dass du bis jetzt hier dran geblieben bist und mir zugehört hast und wünsche dir einfach, wenn dieses Thema auch eines deiner ist, dass du es auch hinbekommst und dass du dich einfach entspannter mit diesem Thema auseinandersetzen kannst. Alles Liebe für dich.